Wir kommen zur vierten Anfrage des Abgeordneten Hoyos Trautmannsdorf. Danke, Herr Präsident, geschätzte Ministerin. Das Thema Jugendschutz ist Ihnen ein wichtiges Anliegen, das weiß ich. Wir haben ja auch schon darüber gesprochen immer wieder. Und wir wissen auch, dass Sie da Maßnahmen gesetzt haben, durchaus auf Landesebene, dass das angeglichen wird. Ich glaube, Oberösterreich ist noch ein bisschen schwierig, aber da sind Sie zuversichtlich. Jetzt ist allerdings das Problem, wenn wir das auf Landesebene haben, dass es sich durchaus verändern kann, weil die Länder natürlich jederzeit die Möglichkeit haben, das zu revidieren und das als Druckmittel zu verwenden. Deswegen meine Frage, welche Argumente sprechen aus Ihrer Sicht dagegen, die Gesetzgebungskompetenz für Jugendschutz zur Bundesangelegenheit zu machen? Sie haben es schon gesagt, Jugendschutz ist Ländersache und per se keine Bundesgesetzgebung. Deswegen freue ich mich eigentlich umso mehr, dass wir nach 35 Jahren diesen fast schon historischen Erfolg erzielt haben, dass der Jugendschutz vereinheitlicht wird über Österreich hinweg. Es geht hier um die Ausgezeiten, die angepasst wurden, mit einer kleinen Ausnahme, wie Sie schon erwähnt haben, nämlich Oberösterreich. Da bin ich noch in Gesprächen. Es geht hier um die Anhebung des Raucheralters auf 18 Jahre, die Hand in Hand mit sehr viel Prävention geschieht. Wir haben Folder, wir haben Informationen. Und es geht hier auch um die Anhebung des Konsums von Getränken, die gebrannten Alkohol beinhalten. Natürlich war es mir ein großes Anliegen, dass es hier eine Vereinheitlichung gibt. Aber alles, was außerschulische Kinder- und Jugendarbeit angeht, ist Länderkompetenz. Das heißt, der Jugendschutz in seiner großen Auslegung sollte genau daher auch in der Kompetenz der Länder sein, weil ich denke, dass der Jugendschutz nur eine unterstützende Maßnahme sein kann für alle Kinder- und außerschulische Jugend- und Kinderarbeit, die in den Ländern stattfindet und die dort wirklich sehr großartig stattfindet. Es gibt in allen Ländern dahingehend andere Herausforderungen. Wien zum Beispiel hat fast nur urbanen Raum. Es gibt Länder, wo es sehr viel ländlichen Raum eben gibt, ruralen Raum. Und ich denke, da gibt es ganz andere Ansätze, wie man Kinder und Jugendliche in die außerschulische Arbeit bringen kann. Und deshalb, glaube ich, ist das als Gesamtpaket zu sehen und denke auch, in Länderkompetenz sehr gut aufgehoben. Zusatzfrage? Wenn Sie der Meinung sind, dass das in Länderkompetenz so gut aufgehoben ist, dann stellt sich für mich schon die Frage, wozu brauchen wir eigentlich eine Jugendministerin, wenn genau das Wichtige, nämlich der einheitliche Schutz für alle Kinder und Jugendlichen, das etwas ist, wofür sie sich nicht einsetzen und nicht einsetzen können, auch gesetzlich? Also das sehe ich hier ganz anders. Ich setze mich extrem dafür ein. Ich habe schon erwähnt, ich habe es nach 35 Jahren geschafft, den Jugendschutz zu vereinheitlichen. Es gab hier sehr viele Anläufe. Ich darf jetzt wirklich sagen, ich habe unglaublich tolle Gespräche mit den Bundesländern geführt und deswegen auch schon, wie gesagt, für mich ein historisches Ereignis. Ich möchte natürlich hier den Ländern Danke sagen. Wir haben hier drei... Wir haben hier drei sehr wichtige Maßnahmen vereinheitlicht. Ja. Und wenn Sie auf mich als Jugendministerin hinweisen, ich glaube, da gibt es wesentlich mehr zu tun als nur den Jugendschutz. Ich möchte hier nur die neue Jugendstrategie erwähnen. Auch eine neue EU-Jugendstrategie gilt es zu verhandeln. Ich glaube, hier ist es ganz, ganz wichtig, die Jugend zu hören und im Sinne der Jugendlichen in den nächsten Jahren so viel wie möglich zu bewegen, weil Kinder und Jugend, die sind einfach unsere Zukunft.